eine Gruppe, die durch das System automatisch angelegt worden ist, weil wir eben jetzt mit der Version 25 im Bereich der Handwerkerkalkulation Ihnen hier im Branchenmodell Holzner einen Inhalt mit zur Verfügung stellen von ungefähr 370 Positionen, der für die Kalkulation von Gap-Ausschreibungen, der für die Kalkulation von öffentlichen Ausschreibungen, der für Mehrfamilienhaus und insbesondere auch für Bauen im Bestand gedacht ist und der gebildet wurde über neue Funktionen, die mit der Version 25 zur Verfügung stehen, wo entsprechend über Preislistenpositionen und Jumbos verdichtete Stücklisten generiert werden, wo sämtliche Leistungen runtergebrochen auf wenige Ausschreibungspositionen sind. Das heißt also, wo zum Beispiel für Sie eben Vorlagen von uns vorgedacht sind, wie gesagt, etwas über 370 Stück, wo Sie einfach Quadratmeter Wand, Quadratmeter Decke, Quadratmeter Dach haben und dort eben eine komplette hinterlegte Stücklistenkalkulation, die eben auch alle VI-Inhalte von Groß- und Kleinformatigkeit, Komplexität etc. etc. beinhaltet. Bitte Achtung, da gibt es separate Videos dafür, Preislistenpositionen, Jumbos, sollten Sie bitte nochmal reinschauen. Auch hier kurz der Hinweis, auch für die Kopplung mit der Handwerkerlösung BITS sind hier Einstellungen möglich, auch für diese Anbindung, die mit der Version 25 neu ist, sodass eben dort auf der Ebene von BITS ein kompletter Datenaustausch möglich ist, dass die Preise auf der Ebene von BITS gepflegt werden, eingelesen werden können, Projekte von VI nach BITS, von BITS nach VI übergeben werden können. Auch dafür, wie gesagt, gibt es nochmal eine separate Videoserie, die diese ganzen Kopplungen, die halt in dem Falle faktisch bidirektional ist, mit BITS im Detail entsprechend erläutert. So, also nochmal die Lohngruppen, jetzt geteilt nach allgemeinem Betrieb Baustelle und ergänzt um die automatisch angelegte Lohngruppe VI, wenn wir jetzt in die Lohngruppen reingehen. Sie sehen, in der Gruppe allgemein sind jetzt Anführungszeichen alle die Leistungen drin, die entsprechend nicht zugeordnet wurden von uns jetzt auf Baustelle Betrieb. Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, naja, Ihr Bauleiter hat letztendlich eigentlich nur einen Job auf der Baustelle vor Ort, können Sie natürlich, Sie sehen hier unten ganz einfach über verschieben, das Ganze entsprechend natürlich in der Zuordnung dorthin übertragen, wo es für Sie die richtigste Relevanz hat. Sie sehen über die Spalte zugeordnet, in wie vielen Positionen die Lohngruppe verwendet wird, über die Spalte TGK sehen Sie, in wie vielen Tätigkeiten das Ganze verwendet wird. Unter Baustelle finden wir dann alle die Lohngruppen, die auf die Baustelle beziffert sind. Unter Betrieb finden wir dann alles das, was auf Werk geschlüsselt ist. Und wie gesagt, die Gruppe VI-Positionen, die ist neu, die ist automatisch angelegt worden. Siehe Videoserie Jumbos und Preislistenpositionen. Und das, was Sie dort drin finden, sind Leistungen, die automatisch generiert worden sind. Sie sehen, die sind auch allesamt automatisch zugeordnet. Und zwar ist das für die Position automatisch erfolgt, bei denen eine Stücklistenzuordnung für die Jumbos nötig war, die allerdings eben keinen Zeitansatz in der Kalkulation hatten. Sie sehen das zum Beispiel bei der Haustür. Bei der Haustür ist halt einfach in der Position nur Anführungszeichen ein Preis in der Spalte Leistung eingetragen und das, was das System gemacht hat, es hat automatisch daraus eine Lohnleistung gemacht und diese vollautomatisch verknüpft. Das ist halt das Thema Lohngruppe VI neu. Im Bereich Materialstamm bei den Gruppen ist es so, auch hier haben die Kollegen natürlich der Arbeitskreise mit der inhaltlichen Überarbeitung auch hier alles entsprechend aktualisiert. Gleichzeitig, auch das kurz gezeigt, gibt es ebenfalls hier wieder diese eine neue Gruppe VI-Positionen. Auch die ist automatisch durchs System angelegt worden. Und wenn wir dort entsprechend einmal reingehen und auf Bearbeiten gehen, dann ist es eben so, dass wir in dieser Gruppe VI-Positionen eben die Inhalte haben, die automatisch angelegt worden sind für alle die Positionen, die eben auf der Materialseite keine Stückliste hatten.